Wisst ihr noch, vor einigen Parts, kurz nachdem wir Sylvanan besiegt hatten, wollten wir ja nochmal hierher kommen und Rotom fangen? Hat nicht funktioniert. Nun stehen wir wieder hier, mitten in der Nacht. Und ja, wollen wir doch einfach mal machen, ne? Wollen wir einfach mal machen? Also, los geht's. Und dann gehen wir einfach mal hierher. Also, hier in der alten Villa müssen wir hier nach oben, auf jeden Fall. Und dann hier rein. Und dann war es, glaube ich, der dritte Raum. Nee, nicht der dritte. Der zweite sogar nur. Belastend. Nämlich der Raum hier. Und ja, wenn ich mein Team so abchecke. Ja, gut. Gut, wir speichern das ganze Spiel an der Stelle hier. Wird schon cheap gehen. Also wollen wir doch mal schauen, ne? Aha. Genau, da wieder der Fernseher. Oh, vielleicht kommt irgendwas raus, wenn wir am Fernseher rütteln. Okay. Wir haben dran gerüttelt. Und tatsächlich, da kommt es. Das Rotom. Hallöchen. Wir wollen uns gar nicht so lange mit dir aufhalten. Wir wollen einfach nur dich fangen. So schaut's aus. Also Level 15, guck mal, weißt du. So eine krasse Musik und dann ist es Level 15. Und ich habe mein stärkstes Pokémon rausgeholt, was ich habe. Es ist sogar ein Superfang. Das war's schon. So kann man's machen. So kann man's einfach machen. Die paar wenige XP. Und ja. Mal schauen, ne? So, einen Spitznamen geben? Nee, natürlich nicht. Also auch wieder in die Box mit dir. Und damit haben wir Rotom erledigt. Ah, da ist noch irgendwas runtergefallen. Ein Geheimschlüssel. Okay. Und diesen Geheimschlüssel, zu dem werden wir auch noch mal einmal schnell hingehen. Sehen wir uns gleich wieder. So, und dann gehen wir hier in das Gebäude einfach mal rein. Von Team Galactic. Wo wir ja in der Story zuletzt drin waren. Wir gehen hier hinten hin. Dieses Regal ist randvoll mit Pokémon-Büchern und Fotobänden. Hier anklicken und dann die Geheimschlüssel einsetzen. Und hier entsteht einfach ein neuer Raum. So einfach so versteckt. Und wir haben jetzt ganz viele Möglichkeiten, Rotom in seine verschiedenen Formen zu verwandeln. Eben mit dieser Mikrowelle oder sonst was. Und hier ist dann auch ein Buch. Ich meine, wir können es auch einmal machen. Ich hole einmal Rotom einfach mal hierher. Da ist es ja. So. Geht einmal ganz kurz Torben raus. Das ist ein Ventilator. Und ja, Rotom möchte da wohl reingehen. Also. Ich möchte auch noch dazu zusätzlich eine Attacke erlernen. Luftschnitt möchte es jetzt erlernen. Ja, machen wir einfach mal irgendwas hier. Ich meine, Rotom ist eh kein Bestandteil des Teams. Aber so, wenn ich jetzt Rotom quasi in jede einzelne Form entwickle, dann kann ich damit diesen Rotom-Katalog vervollständigen. Oh, Professor Eibe. Oh, wie schön, dich zu treffen. Du musst das Füllen des Pokédex wirklich sehr ernst nehmen. Wenn du selbst hier nach Pokémon suchst. Hm? Was ich hier tue? Nun, ich besuche hin und wieder einen mir bekannten Professor in Ewignau. Er kennt immer diese interessanten Gerüchte über Pokémon. Ein Pokémon, das in Elektrogeräte klettert? Hm. Das deckt sich nicht so ganz mit dem, was ich darüber gehört habe. Meines Wissens nach soll es vor langer Zeit ein Pokémon gegeben haben, das mit einem Spielzeugroboter eins wurde. Das warf die Frage auf, ob dieses Pokémon nun als neue Art angesehen werden sollte oder nicht. Gerade als die Diskussion dazu losgehen sollte, verschwand besagtes Pokémon samt Roboter. Ja, so schaut's aus. Dementsprechend werde ich einmal gleich alle hier
alle Pokémon vereinen, alle Dinger hier einsammeln halt, ne? Hier so Rotom. Und ja, kann ich jetzt mit jeder einfach einmal machen. So, und damit haben wir alle eingesammelt und dann haben wir auch noch ein Buch zu lesen. Da liegt ein merkwürdiges Notizbuch. Sein Alter lässt sich nur schwer bestimmen. Durch reinen Zufall erlangte ich Informationen über das Pokémon Rotom. Erstaunlicherweise ist Rotom in der Lage, in spezielle Motoren hineinzuklettern. Ich konnte nachweisen, dass es imstande ist, in diverse Haushaltsgeräte einzudringen, wobei es einen Vorwandel vollzieht und die jeweiligen Eigenschaften des Geräts übernimmt, in das es hineingeklettert ist. Ferner konnte ich nachweisen, dass sich sein Typ sowie seine Attacken in Abhängigkeit von seiner Form, die es angenommen hat, unterscheiden. Dieses Pokémon muss genauestens beobachtet und analysiert werden. Die Ergebnisse müssen streng geheim bleiben, damit die Anerkennung allein mir gebührt. So wird mein Name in die Geschichte eingehen. Als das Genie Char. Der Name ist teilweise nicht mehr lesbar durchgestrichen. Die restlichen Seiten des Notizbuchs sind leer. Charon aus Pokémon Platin ist das Ganze. Und so schaut das Ganze aus. Abfall-Eimer ist leer. Hier gibt es keine Notizen weiter. Dementsprechend sind wir hier fertig. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder am Hamanasu-Park, würde ich sagen. Ja, so schaut's aus. Also machen wir das Ganze. Bis gleich. So, da sind wir wieder im Pokémon Leuchtende Perle. Und ja, dann können wir hier im Hamanasu-Park weitermachen. Wir brauchen noch eine von den Kanto-Dingern. Von diesen Kanto-Platten. Und genau, dementsprechend, ich habe hier auch wieder Platz für vier Pokémon, legendäre Pokémon in der Hinsicht. Also, so viele Fragmente habe ich halt in der Zeit gesammelt. Und ja, also nehmen wir uns noch eine weitere Kanto-Platte. Wunderbar. Und dann geht's erstmal wieder ab dahin, ne? So, Kanto war hier gewesen. Zwei Stück haben wir davon schon. Somit fehlt nur noch eines der drei. Also rein damit in den Sockel. So, schwuppdiwupp. Und sieh da, wir stehen vor Lavados. Es wird wieder gespeichert. Ja, mein Team immer noch nicht geheilt. Naja. Kann man ja mal so mal machen. Wir sprechen mit dir, Lavados. Und damit geht's in den Kampf hinein. Hallöchen. Es wird mir sehr unwahrscheinlich erscheinen, wenn ich das einfach mit Flopball fangen könnte. Wäre ein bisschen sehr komisch. Aber let's have a try. Wir haben uns auch anders erwartet, ne? So, du machst Ausdauer. Ausdauer bringt dir nichts. Wir machen jetzt Anweisungen wie sowas wie... naja, wir haben ja immer noch Horrorblick drin, ne? Und du machst jetzt Orkan. Das sieht ganz schön. War ein Volltreffer. Das zieht in dem Fall die Hälfte. 60, 70. Guck mal, ich kann jetzt zum Beispiel Ruheort einsetzen, aber du bist schneller. Du kriegst damit, glaube ich, das sind zwei Rundenattacke. Und wir probieren es einfach mal so mit einem Hyperball. Aber nichts da. Ich meine, das ist gerade mal auf halber Stufe, ne? So, jetzt kommt der Himmelsfeger runter. Nur wir überleben das Ganze mit 11 KP. War schon wieder ein Volltreffer. Ja gut, kann man ja mal machen. Ich kann jetzt, weiß nicht, nochmal Eroas einsetzen, aber wir sind ja letztendlich... Es würde es einfach wegreißen und das ist ja gar nicht gut. Andere Pokémon, ich meine, du
Wenn das Tarnschild nicht, bringt uns nichts. Du bist. Ich habe jetzt immer noch das Rotum drin. Ich werde Cracker heilen. Warte. Machen wir mit einem Heilpuder. Genau das. So. Und machst Arcana, damit sind wir durch. Mit Rave. Ist zwar ärgerlich an der Stelle. Aber wir rufen das nächste Pokémon. Das ist dann jetzt in dem Fall Cracker. Dass ich Rotom jetzt auch drin habe. Ich bin so völlig unvorbereitet. Naja. Dann machen wir eine Dunkelklaue. Aber der hat eine hohe Volltrefferquote. Und das war es mir auch schon. Ah, belastend. So, da sind wir wieder. Kann ich von hier aus auf die Boxen zugreifen? In der Tat ja. Das heißt, erstmal kommt Torben zurück. Und hier haben wir das Rotom halt aus dem Backofen. Backofen-Rotom. Und ja. Also sind wir wieder so in der Hinsicht bei dem Alten. Ich könnte jetzt vielleicht einfach mal mein Team einmal so heilen. So mit Kraftwurzeln und so ein Krams. Einmal auch dich. Muss ich wohl zweimal heilen. Dann gibt es noch das Energiesteuer. Ja gut, komm. Whatever. Und doch einmal das Heilpuder für Cracker. So. Und ich weiß noch nicht, mit wem ich jetzt hier an die Spitze gehen soll. Vielleicht mit Torben. Doch, mit Torben ist eine gute Idee. Und den Stand speichere ich einmal, ne? Falls irgendwie verkranken, dann muss ich das nicht nochmal machen. So, alles klar. Okay, Lavados. Also, Runde 2 mit dir. Torben, der kriegt das schon hin. Irgendwie macht er das schon. Vielleicht kriegt er den auch paralysiert. Paralyse-Effekt wäre in der Hinsicht ganz geil. Das wäre ja richtig nice. Wobei unsere Elektro-Attacken sind gesteigert. Deine Attacken wurden gesenkt. Das ist schon mal das Gute. Und daraufhin machen wir einen Funkensprung. Vielleicht das Ganze ohne Magneten. An der Item muss ich ja immer so komisch entfernen. Genau, Item in den Beutel stecken. Let's have a try. So, also wollen wir mal schauen, dass wir das Ganze hinkriegen. Lavados, again. So, mit Rohr wieder. Ja, wirkt wieder. Und es könnte natürlich sein, dass wir auch Flammkörper bekommen. Sehr gut. Ja, noch besser. Das ist genau das, was ich jetzt wollte. Was denn auch okay? Der haut auch hier nicht mehr ganz so doll rein. Der ist auch hier nicht sehr effektiv, aber der verwirrt uns. Okay, aber wir werfen jetzt Pokebälle. Runde 2 geht ja relativ schnell vorbei. 18 Hyperbälle habe ich nur noch. Das heißt, davon sollte ich demnächst mal welche kaufen. Es muss auch mal dann einfach gehen. Sehr schön. Alle Pokémon kriegen XP, Kite ist K.O. gegangen. Sehr schön. Lavados ist jetzt auch im Pokédex. Ja, ein legendäres Vogel-Pokémon. Es heißt, der Frühling breche an, wenn sich Lavados zeigt. Ich habe jetzt Rotoms Pokédex gar nicht gelesen gehabt, aber gut. Ja, kann man ja machen. Also, gut. In eine PC-Box mit dir. Gut, damit haben wir die Kanto-Kammer abgeschlossen. Ja, ganz genau so schaut's aus. Alle drei haben wir jetzt inne.
Dann gehen wir wieder raus hier. Und damit findet auch dieser Part hier gleich wieder ein Ende, nachdem wir die Statue eingesammelt haben. Ja, genau, du freust dich, dass du jetzt die Statue hast, genau. Die Lavados-Statue. So sieht's aus. Was können wir als nächstes kaufen? Das interessiert mich jetzt noch. Ich meine, wir haben jetzt die Weisungsplatten haben wir, die Kanto-Platten haben wir auch, die Gefühlsplatten haben wir jetzt auch abgearbeitet. Dafür habe ich jetzt die Sturmplatten, die Meeresplatte und die Kontinentplatte und die Himmelsplatte. Die Genplatte und die Zerrplatte nach wie vor. Die Zerrplatte bewahren wir uns trotzdem bis zum Ende auf. Und wir können noch 3 Pokémon insgesamt wiederbeleben. 3 Stück. Und demnach würde es Sinn machen, die 3 Platten im nächsten Part zu bearbeiten. So sieht's aus. Also, so machen wir das. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.